offiziell. Okay, Foto dann halt. Ja, und so? Dann hoffe ich, dass der das Teil in Ehren hält. Mein Name ist Mario Trumme, ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und wir haben heute wieder einen Riesenschritt getan, heute ist Schlüsselübergabe. Jetzt freue ich mich darauf, dass wir, wenn denn alle Unterschriften da sind, Genehmigungen da sind, dass wir den Umbau beginnen können und wir hoffentlich in 6 bis 8 Monaten hier wieder eröffnen können, sodass auch das Vereinsleben des Schützenvereins, des Sportvereins, der Dorfgemeinschaft wieder einen zentralen Treffpunkt hat. Ich bin Christa Middendorf, ich bin die Tochter von Schanko Hubert Frilling. Also das Gefühl ist, ein Schnitt zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Und dass man das also auch ganz in andere Hände legen möchte, die das dann in Vaters Namen weiterführen. Alleine der Ausdruck, dass das Herz von Hanno Langenberg weiter schlägt oder weiter schlagen wird, das ist einfach toll. Und es fehlt einfach im Moment was. Man merkt das. Also Leute haben keinen Anlaufpunkt irgendwo, die müssen sich was vor sich unterkrabbeln. Und da merkt man natürlich schon, dass das irgendwo schon auch fehlt. Ne? Wir sind ja jetzt mittlerweile 2,5 Jahre dabei und jetzt mit diesem Tag ist ein sehr emotionaler Moment, sage ich mal. Wir haben es geschafft, Gelder einzusammeln, auch natürlich Zuschüsse zu bekommen. Es macht mich stolz, das für das Dorfleben in Handorf-Langenberg getan zu haben und dass es auch geklappt hat. Und der weitere Weg wird auch klappen. Ich freue mich drauf.